ey. Ja, ich meine, der übelste Pro bin ich sowieso, aber trotzdem. Du kannst ja mal erzählen. Oh Gott, was ist denn das? Hi, Mucka! Hey, das habe ich noch nie. Obwohl? Doch, warte, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Das haben wir schon mal gesehen, aber das war abgeschlossen. Geh mal oben an die Gun. Geh mal oben an die Gun. Moment. Wie gehe ich denn da hin? Ist Gunner, okay. Und dann zoom mal. Zoom mal. Oha. Kann ich noch näher zoomen? L111A1. Was zur Hölle ist das? Das ist M2 ist das. Okay. Aber mit dem Visier, damit kannst du Helikopter vom Himmel holen. Mega easy. Oder auf 400-500 Meter locker snipen mit dem Visier. Mit einem M2. Und vorne, der Beifahrer, hat einen M240. Das heißt, man kann sogar noch einen zum Schießen dabei haben. Yo, das ist mal das Überfall. Wo gibt es das denn? Ich hab keine Ahnung, das hab ich gerade irgendwem geklaut. Wie hast du dem das denn geklaut? Der ist in die Trader. Ich war im Trader, war am Verkaufen. Auf einmal stand das da. Ich hab irgendwen laufen hören. Ja, also ich hab den Typen nicht gesehen, aber ich konnte einsteigen, bin weggefahren. Okay. Welche ist denn die M2-Magazin? Ist das die M134? NATO? Nee, oder? Ist leider keine drin. Die NATO, das ist Minigun-Munition. Und die andere, das ist Granatwerfer-Munition. Wir haben momentan leider nur für das Gewehr vorne Munition. Aber wir okay. können Munition kaufen, wenn du willst. Ja, lass uns das doch mal machen. Ja. Ich hoffe, ja. Dann machen wir eine nächtliche Überraschungsaktion hier. Ja, Mann, das Teil fährt fast 120. Das ist damit kann man Ding? SUVs jagen. Boah, Junge, ne? Der Zoom. Jo. Das ist übertrieben. Hast du denn etwas Gold dabei? Ja, ja. Also man muss sagen, ich bin, glaube ich, bei der letzten Folge nochmal gestorben. Genau, das war im Airfield. Seitdem haben wir hier auch nicht weitergespielt. Wir haben ein, zwei andere Server getestet, waren aber unzufrieden, wie immer. Sind doch wieder zurück zu unserem Server gegangen. Jetzt ist hier Nacht. Der Server hat ja eine Chance von 30% auf Nachtspawn. Die werden wir jetzt nutzen, um die ein oder andere Base hinterhältig einfach zu, ja nicht überfallen, sondern einfach weg zu brutzeln hier mit der MG. Night Vision für dich ist übrigens im Auto. Im Auto sogar? Okay, ich hab's mal an, aber ich glaube, ich hab's mitgenommen in mein Inventar, weil ich werde wahrscheinlich das gar nicht anziehen, weil das sieht so viel cooler aus. Ist das denn erlaubt, in Safe Zone zu klauen? Ja, ne? Ja, es ist erlaubt. Man muss denen halt nur genug Zeit geben und man darf nicht campen. Also ich war da jetzt nur zum Verkaufen, hab gesehen, da war keiner, der irgendwie gerade ausgestiegen ist, war offen. Also war okay. Hat sich auch niemand beschwert. Den Trailer hier, den darf man übrigens sogar bekämpfen, ne? Ich weiß, der wird doch so oft bekämpft. Aber ich denke schon fast, das Fahrzeug hier kann man nicht kaufen. Sondern? Ich meine, ich hätte das nicht gesehen. Ich stehe jetzt mal, dass ich es nur bei einer Mission bekommen. Die Sache ist, wir haben ja kein Key dafür. Ja, aber ich will den auf jeden Fall behalten. Ne? Get out. Trader Mini. Trucks armed. Er zeigt mir Waffen an. Kann man sogar, Jackal. Ja, Jackal 2 ist das. Hast du 3 Brief-PS? Easy. Kannst du mir noch eine Kleidung dazu kaufen? Könntest du mir noch ein Bandit Sniper Uniform kaufen? Ja, kann ich machen. Ich sehe gerade, man kann Munition gar nicht kaufen. Echt nicht? Nee.
Dann müssen wir die schwarzen dann, Boxen suchen. Ja, vielleicht habe ich eine Base. Vielleicht habe ich mich so auf einer Base. Skin ist im Auto, aber wechsel den jetzt nicht hier. Das backt manchmal einen Trailer sonst. Machen wir am besten gleich in der Base. Okay, kannst losfahren. Wo sitze ich denn jetzt? Oh, hier sitzt ganz hinten. Ja. Aber wo? Ach da, hey. Du könntest theoretisch vorne ans Geschütz gehen und dann M240 Mac reinhauen. Nur für den Fall, dass wir auf irgendwen treffen. Das ist nämlich Commander Seat. Das funktioniert bei mir komischerweise nicht. Ich kann nicht auf den Commander Seat. Geht nur right and back und Gunner. Dann geh mal als Driver und dann als Runner. Right and back und jetzt Commander, Driver. Driver geht auch nicht. Ja, dann geh direkt als Driver rein, wenn du draußen bist. Scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Testen wir jetzt. Geht gar nicht. Ah ne, hier ist Driver, ne? Und jetzt Commander. Nee, geht nicht. Ja, dann fahr du. Ups. Oioioi. Was sagt jetzt zum... Oh, ich bin da, Perry. Eingeloggt, sind Zombies. Ich weiß nicht, ob sie von dir sind. Ja, die sind von mir. Die sind von mir. Bist du dir sicher? Ich schau nochmal lieber zur Sicherheit. Es ist ein mega geiler Nebel da, Perry. Mega geil. Man kann also nicht so weit sehen. Ich habe hier schon ziemlich den höchsten Punkt ausgesucht. Lädst du wieder Gruppe ein? Mach ich sofort. Moment. Du hast wahrscheinlich immer noch Kartoffeln. In der Tat. Wir haben uns gestern hier ausgelockt. Und ich muss sagen, das ist ein ziemlich geiler Einlockplatz, weil keiner erwartet dich. Der Jeep steht da immer noch. Kartoffel in weit. Muss annehmen. Kartoffel hat aktiviert. Kartoffel dich jetzt sehen. Ah, du bist immer noch im Türmchen. Ja, ja, aber ich sehe dich nicht. Ja, du hast ja kein Radio. Scheiße, stimmt. Ich brauche ein Radio. Ein Radio. Radio. Dafür müssen wir mal. Wo bekommt man das her? Ich kenn's bisher nur mal von anderen Spielern. Ich glaube Bots oder kaufen. Für ein Gold, glaube ich. ja. Soll ich dich abholen? SUV. Jojo. Ist der ganz? Oh, ja, der ist etwas ganz. Mitgenommen. Na, hat einfach Schaden bekommen. Ich weiß noch nicht wieso. Ja, ich glaube, der war gestern schon ziemlich mitgenommen. Aber nicht so. Also ich habe hier keinen gesehen. Waren zwar viele Zombies, aber ich denke, die sind von uns. Die haben uns gespürt, die wollten uns aufsuchen und uns essen. Nom 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 nom. Hallo Perry. Hallo Manga. Willst du fahren? Ja, ich bitte darum. Driver und... Boah, meine Stimme, ne? Okay, der ist echt mitgenommen. Race, der Reifen ist ja schon fast ab. Ja, deswegen ja. Übrigens, ja, gebackenen Boden und deine Pepsi sind immer noch im Auto. Okay, die werde ich gleich mal hier mal schnappen. Sehe ich komm das und schnapp sie dir, come on! Oh, ich habe mega FPS-Drops, frag mich nicht wieso. Wieso bist du so fröhlich, so fröhlich? Guck mal, es gibt einen Regenbogen in Daisy. Was? Jo! Und gab's das schon immer? It's a rainbow! Keine Ahnung, ich hab mal einen Regenbogen Taviana gesehen, als wir da über die Brücke gefahren sind. Ich sehe zum ersten Mal einen Regenbogen. Ja, ich auch. Aber das sieht doch mega geil aus mit dem Nebel. Ich bin ja der Meinung, er sollte immer eigentlich so ein Nebel sein. Also nicht so einer, aber zum Beispiel nachts. Es gab mal auch im Spear-Server so einen richtig geilen Nebel, der nachts immer aufzieht. Du hast nur 10 Meter weit was sehen können. Das war mega awesome.
bitte um Entschuldigung, wenn ich schlecht bin gleich, weil lang kein der sie mehr gezockt. Hast du das? Bist du dir sicher, dass du es hast? Ich habe vor einer Woche und ich gezockt mit ZH. Ja, vor einer Woche, da musst du ja noch eine übelste Pro sein. Ja, ich meine, der übelste Pro bin ich sowieso, aber trotzdem. Echt? Kannst du noch sagen, ich bin ein Franzose? Ich bin kein Franzose. Bitte einmal, nur einmal. Da mache ich so einen Remix. Ich bin ein Franzose, Franzose, Franzose. Und dann kommt, ich bin der Geilste. Peinlich einfach rausschneiden. Oh ne, dann wär's ja nur, ich bin Franzose. Ja, das wäre aber auch noch cool. Ja, du kannst doch einfach in dem Video soll? Das Carve hat keinen. Wir müssen mal eben die Base mal hier zeigen, weil die echt cool sind. Was ist mit dem Heli los? Ja, was ist denn mit dir los, Heli? Wie sieht das denn aus? Was haben die denn da gebaut? Da kommt Auto. Einer ist tot. Einer ist nach links weggelaufen. Hatte keine Waffe. Oh. Aufteilen. Der hatte keine Waffe, war ein Bambi. Sicher? Ich glaube, der hatte was in der Hand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich keine Waffe hatte. Ich umgehe den. Achso, besser wäre mein Kill. Er kann nicht weit gekommen sein, ich habe ihn nicht rennen sehen. Er müsste in dem Industrial sein oder so. Irgendwo in der Nähe. Kurz schießen. Hier ist er. Ja, der hat Dings. Nein. Da ist er. Was ist denn die Lapur her? Hello, man. Oh, der ist tot. Ich mach das Auto mal aus. Der ist noch nicht tot, der lebt noch. Komm mit dem SUV an. Hey. Ich glaube, dir geht's nicht gut. Oh, hast du das, Perry? Nein. Ich schieße. Hier ist ein Rucksack für dich, Fabi. Nice. Oh. Ich weiß nicht, der Typ sieht ziemlich tot aus. Aber ich habe noch keine Meldung bekommen. Ja doch, die Meldung kam. Dass er einer gestorben ist. Stimmt, ist tot. Die Frage, ob er das war, aber auf jeden Fall kam eine Meldung. Ja, ja, der war das. Jetzt nehmen wir es Finger crossed. Dann werden die Mörder anscheinend nicht mehr gezählt. Schade. Nimm mal die zwei Bandagen. Also ich habe meinen Kill gezählt bekommen. Ich baue mal ein paar Reifen an dem Truck hier aus, damit wir ein paar Ersatzreifen haben. Ja, achso, ja. Wahrscheinlich weil er Bandit war, deswegen habe ich ihn gezählt bekommen. Ah, die Reifen kann man nicht abbauen. Schade. Fabi, den SUV ja schon nach hier geholt. Ja. Ich hab mitgedacht. Wir lassen den Wagen einfach stehen, dann können sich die Leute, weiß nicht, den wiederholen, wenn der dann noch da steht. Ja, dann machen wir wenigstens einen Reifen kaputt. Nö, lass ihn noch da. Wieso muss er immer so asozial sein? Immer diese weiß Franzosen. Aber ich muss diese Base mal zeigen. Die haben da oben dieses neue Building-System, das man schräg bauen kann. Echt geil ausgenutzt. Die haben eine Helikopter-Plattform so gemacht, dass man von der Seite gar nicht reinschießen kann. Die haben ja gut aus. Da seid ihr noch mit dem Auto. Ja. Die haben ja das hier schon mal gezeigt. Das haben die hier ein bisschen verfeinert. Also da steht jetzt ein Botnik, ein Mozi, wie auch immer der Mozi da reingekommen ist. Den kann man dann nicht mehr rausfliegen, wegen dem Netz. Also die Base ist echt cool gemacht. Aber ich mag vor allem dieses Dach da. Wir müssen auch sowas mal machen. Weil das ist auch nicht unbedingt... Das ist nicht unbedingt eine Sniper-Base. Die können zwar da raus snipern, also die haben sich so kleine Gucklöcher gemacht. Aber ich sehe das nicht als eine Sniper-Base an, weil die nicht so... Ja, weil die... Weiß nicht. Bis auf dieses Teil genau über mir ist die eigentlich ganz okay gebaut. Dieses Teil über mir ist natürlich ein bisschen so campermäßig. Kleiner Penis, aber sonst mag ich die Base. Vor allem den oberen Teil. Der ist wie flippt ein bisschen, sagst du? Na, jetzt nicht mehr. Ja, die Brücke ist ein bisschen buggy. Okay, jetzt fahren wir weiter zur Mission. Schauen wir, ob wir unterwegs noch was erleben. Ich hab Gold dabei.
Oh, hier sind Zombies. Waren da echt Zombies? Ja, links, hinter uns, links. Okay. Ein einzelner Zombie? Das ist ja aber nicht in der Stadt. Ja, da ist ein tot. Schießen. Oh, ich bin nicht tot? Doch, jetzt bin ich tot. M2 irgendwo. Bin auch tot. Oh, Mann. Wir sind wieder im Auto. Fabi hat das Ganze überlebt, hat uns abgeholt. Fabi konnte noch das Gear mitnehmen von uns, hat dort ein Spieler ausgeschaltet. Ist aber dann ziemlich schnell abgedüst, weil wir wussten halt nicht, wie viele Gegner da sind, wer da ist, was er geschossen hat. Hat sich für mich wie ein M2 angehört. Könnte aber so eine M60E, hast du nicht gesehen, Maschinengewehr auch gewesen sein. Also es war extrem laut und es war sehr mächtig. Es hat mich sofort, ja, es hat mich nicht One-Hit getötet, aber es hat mich Two-Hit getötet. Ich hatte beim ersten Mal sofort Beinbruch, alles, Ohnmächtigkeit. Und das machen nicht viele Geschütze. Deswegen fahren wir jetzt nochmal dahin, diesmal aus Sicherheit der Entfernung, und schauen uns mal das Ganze an. Ob wir dann auch unser letztes Gear zusammenfinden können. Willst du mich hier schon mal rauslassen? Zombies. Lol, das Bounce. Steck aus. Das ist Zombie Rage hinter mir. Hast du geschossen schon? Ja, ich schieße. Boah, das. Junge, Junge, du kannst nicht eine Sekunde AFK gehen bei dem Kerl, ne? Auf wen schießt du denn? Barbie? Da war einer hinter mir, ja, ich ist tot. Ein Zombie oder? Nee, ein Gegner. Ich hab Beine gebraucht, ich bin so gut wie tot eigentlich. Er sagt aber auch kein Wort, ne? Ja. Ja, ich hab doch gesagt, das ist ein Spieler. Nein! Ich hab gesagt, da ist einer hinter mir. Ja, aber nachdem du geschossen hast. So, kaputt. Einer muss wegkommen, ich brauche Morphin. Ich komm, gib dir ihm. Ich hab gerade die Gegend ein bisschen noch geguckt, ob da noch jemand ist. Dort Fabi, ne? Sagt kein Wort. Ich geb dir grad Morph. Oder bleib. Ja, halt, schieß mal ihm die Zombie, schieß mal ihm die Zombie. Perry schießt, also ja, du. Hast du bekommen? Ja. Was brauchst du noch? Ich brauch noch Morphin. Wäre natürlich schade, dass wir sowas nicht aufnehmen, weißt du? Ja, das war Notsituation. Weil er hatte den Vorteil. Könnten aber noch mehr hier sein. Ich musste direkt schießen. Was ist das für eine Mission? Truck war das, ne? Ich bin mal in die Zombies an der Leiche. Ich hoffe nämlich, der hat Penkel. Geschlossene Kette. Hattest du geschaut, ob der Gear hatte? Nein, also der hat auf jeden Fall eine Waffe gehabt. Auf jeden Fall auch hier ein heiß begehrtes Gebiet, weil es der Nordwest Airfield ist. Wurde, glaube ich, gerade gelootet, oder ich bin dumm. Ich laufe da gerade mal ein bisschen näher hin. Oh, die Bots sind auch schon alle tot. Oh, ich bin tot. Ich hab's gehört, war ein Schalldämpfer, Perry. Ich hab's auch gehört. War rechts von dir, Mucke, irgendwo. Das war ein Schalldämpfer. Mit Dauerfeuer. Er hat man ganz, ganz leise gehört. Jetzt versuche ich wieder Tann aufzusuchen. Du hattest eine DMR, ne?
Kacke, ich habe Zombies gepullt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist oder ob ich lieber auf Distanz gehen sollte. Warst du immer noch in den Bäumen? Ich war nicht in den Bäumen, nein, ich war an den Bäumen. Der Typ war in den Bäumen, direkt an meiner Leiche. Okay. Du bist denn gestorben? Harry, ich versuche erstmal auf Distanz zu gehen, weil wenn ich zu den Bäumen... Ich habe hier Zombies an mir. Wenn ich zu den Bäumen laufe, habe ich... Ich bin auch tot. Der war direkt neben mir. Scheiße, ich wusste halt nicht, wo Fabi lag. Wo genau ist das ungefähr? Ich war 10... Der in den Bäumen rechts von dir. Etwa 30, 40 Meter. Ich war direkt bei Fabi an der Leiche. Das ist ziemlich da. Okay, ich habe leider kein Radio, deswegen habe ich euch noch nicht gesehen. Ich war direkt an meiner Leiche. Ich muss versuchen, in den Nahkampf zu laufen, weil ich habe Zombies hinter mir. Oh je, je. Ist das da, wo ich dir das Bloodpack gegeben habe? Nein, 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 ein gutes Stück weiter. Ja, aber die gleiche Reihe halt. Du weißt ja, dass wir gelaufen sind. Du bist nach links abgebogen und ich bin geradeaus weitergelaufen. Ich bin mir gerade echt unsicher. Könnte das hier sein? Boah, Schallgedämpft ist so unfair, ne? War das zur Mission hin oder von der Mission weg? Boah, das ist schwer zu beschreiben, ne? Ja, weder noch. Das ist halt auch an der Straße, da ist ja diese Tannenreihe, die große, lange. Ja, da bin ich gerade. Da. Wir waren einer der Tannen drin. Das muss irgendwo hier sein. Am Airfield ist auch jemand, da sind überall Zombies, fuck. Elektro. Das Auto war abgeschlossen, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es abgeschlossen habe. Ich sehe eine Leiche. Okay, wenn du eine Leiche siehst, der war genau an der Leiche in der Tanne drin. Ich hab den, der ist tot, aber ich hab auch gut abbekommen. Boah, Junge, ist das ein Schwein, der kämpft genau unter der Tanne auf mich. Aber jetzt könnte da noch was sein. Zombies sind despawned. Ich kann mich eben bandagieren. Da ist noch jemand, 100%. Das ganze Airfield war voller Zombies. Wird mir eben liegen. Bin schon auf dem Weg zum Airfield. Ich hab den aber getötet, ne? Er ist gestorben. Kann ich dir nicht sagen, ja. Da sind auf jeden Fall zwei Leute gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn getötet habe. Wenn du sicher gehen willst, gehst du zur Leiche, machst Study Buddy. Es ist keine Leiche, doch da ist die Leiche. Und guck, was für einen Namen der hatte. Dann kann ich dir sagen, ob du ihn getötet hast. Aber wenn da die Leiche ist, dann... Nobody. Ja, Nobody ist gestorben, ja. Eine HK hatte der. Steht aber nicht, dass sie silenced ist. Auf jeden Fall mit einer Silencer geschossen. Key hab ich. Night Vision, okay, Radio. Sicher mir eben alle Sachen. Hab mir nur den Ghillie zur Not mal angezogen.
Aber ich wüsste nicht, wo deine Leiche ist, Perry. Aber ich habe jetzt den Bug, dass ich die ganze Zeit die Fliegen höre. Ach, das glaube ich immer noch für eine kurze Zeit hört man die ganzen Fliegen. Wenn du, eine Leiche nimmst. Eine Kleidung von einer Leiche. Kann natürlich sein. So, Fabi habe ich, glaube ich, gelootet, die DMR. Jetzt muss ich noch Perry finden. Ich hatte im Backpack noch 7 Magazine. Okay. Guck ich nochmal drin. Jo. Wo war Perry? 10 Meter weiter in der Tanne hat er mich erschossen. In der gleichen Tanne war er hier. Muss hier immer die Gegend. Oh, das ist ein Hase, Alter, habe ich Angst bekommen. Das ist ein Hase. Und er guckt die ganze Zeit so, also isst was, ne? Und der Kopf die ganze Zeit vom Hase nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, ne? Für mich sah das aus, als ob einer die ganze Zeit so sich um die Tarne so die ganze Zeit hin und her guckt, ey. Ich riskier's mal, ich gehe mal weiter. Ich versuche nämlich Perrys Leiche zu finden, die sehe ich nämlich noch nicht. Aber so weit kannst du noch nicht gekommen sein. Wenn ich weitergehe, dann wird es wahrscheinlich wieder ein neuer Kampf beginnen. Hätte ich natürlich gerne, ich würde jetzt gerne noch weiterkämpfen, aber ich weiß nicht, wie viele da so noch sind. Perry, deine Leiche habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht hat ja, die werde ich gleich schon finden. Ja, vielleicht hat er die gehalten. Ich gehe jetzt zurück zum Auto. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt eine Random Daisy Folge und unten die aktuelle letzte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.